Zweiter G20-Gipfel in Hamburg sind nun vorbei. Steht Hamburg vor dem Chaos? Herrschte in Hamburg Chaos? War das Schanzenviertel im Krieg? Sind wirklich längst Terroristen durch die Viertel gezogen, marodierend, plündernd, Autos anzündend? War das wirklich die Gewalt, die wir auf den Straßen so krass erfahren durften, während sich 20 Staatschefs in den Messehallen trafen und dafür 150 Millionen investierten? Was war die Gewalt, die auf den Straßen Hamburgs vorherrschte? Nun, einerseits gab es ein massives Polizeiaufgebot. 25.000 Polizistinnen waren im Einsatz, um dieses Treffen zu schützen. Und dieses Treffen wurde auch von massiven Protesten begleitet. Das ist unbestreitbar. Schon am Donnerstag begannen die Proteste gegen die G20 mit der Welcome to Hell Demo. Das ist gut gesagt, denn diese Demo fand nie statt. Also es gab eine Massenpanik aufgrund von den Schlagstöcken, die sie eingesetzt haben und natürlich auch von dem massiven Tränengaseinsatz, wo es halt dazu führte, dass viele Leute sich verletzten, viele Leute aber auch panisch fliehen mussten und wo Aktivisten sich letztendlich gegenseitig helfen mussten, damit sie nicht in Lebensgefahr gehen konnten. Und dieser Angriff war wahrscheinlich der offensichtlichste Ausdruck der Gewalt, der von der Polizei ausging und die meisten Aktivisten wohl erleben durften. Und somit die Demonstration, die 20.000 Leute, die dort waren, um zu protestieren, zersprengten. Denn ab Freitagmorgen gab es die Blockaden. Geplant waren zum Start des eigentlichen G20-Gipfels, diese Blockaden zu machen, damit die Zufahrtswege gesperrt werden, damit der Gipfel gestört würde oder gar abgebrochen werden sollte. Es gab 5 bunte Finger, das heißt 5 Demonstrationen, an denen Blockaden stattfinden sollten, die unter anderem dazu führen sollten, dass letztendlich, was ein großer Erfolg ist, alle 5 Finger in die blaue Zone hineingerieten. Die blaue Zone ist eine 38 Quadratkilometer große Zone, wo 550.000 Menschen leben und wo nicht demonstriert werden kann. Letztendlich gab es diese Blockaden und sie waren durchaus auch effektiv. Sie waren mit jeweils ein paar tausend Menschen dort und sie führten unter anderem dazu, dass der US-Außenminister Rex Tillerson ein Treffen absagen musste und dass auch Wolfgang Schäuble auch ein Treffen absagen musste, inklusive Verzögerung und natürlich, dass Melania Trump für einige Dutzende Minuten nicht aus ihrem Hotel rausgehen konnte, weil es eine Blockade gab. Diese Aktionen waren wirksam und sie waren auch notwendig, denn wir müssen uns unser Demonstrationsrecht erkämpfen. Wir müssen dem Staat zeigen, dass wir es sind, die entscheiden, wann, wo und wie demonstriert werden soll. Was so dann folgte, eskalierte die Lage besonders am Abend im Schanzenviertel. Es führte dazu, dass sich besonders die rechtsbürgerlichen Medien dazu entschlossen, in den Angriff anzugehen. Was war passiert? Nun, das Narrativ der Medien ist so, dass rund 1500 gewaltbereite Linksextremistinnen durch Hamburg zogen, durch das Schanzenviertel vor allem, und Autos anzündeten, Geschäfte plünderten und weitere Barrikaden aufbauten, letztendlich also für nur Chaos und Verwüstung sorgten. Chaos und Verwüstung, das kennen wir doch irgendwoher. Das kennen wir zum Beispiel aus den halbkolonialen Ländern wie Syrien zum Beispiel, wo die imperialistischen Mächte intervenieren und wo es ebenfalls Chaos und Verwüstung gibt. In einem Ausmaß, was viel, viel stärker ist als das, was wir im Schanzenviertel erleben konnten. Ebenso, was wir erleben konnten, ist die massive Polizeipräsenz, ist der Einsatz von SEK-Beamtinnen im Schanzenviertel, die mit gezogener Maschinenpistole durch das Viertel zogen und viele Demonstrierende verhafteten und das Viertel absperrten. Für eine Seite, nämlich der Seite der Herrschenden, war es klar, dass diese Bilder letztendlich natürlich auch dazu dienen sollten, um den massiven Polizeieinsatz zu rechtfertigen, um zu sagen, dass 150 Millionen Euro, die für diesen Gipfel veranschlagt sind, gerechtfertigt waren. Und was man aber auch sagen konnte, ist, dass auf der anderen Seite, nämlich auf der Seite der Autonomen, auch diese Bilder dazu benutzt wurden, um Radikalität vorzutäuschen.